Hallo und herzlich willkommen. Heute mal eine ganz andere, neue Perspektive. Wir befinden uns hier im Hermann-Löns-Park in Hannover. Wir haben so ein bisschen was zu tun, das heißt ich nicht, sondern meine Frau und unsere Tochter. Und von daher bin ich und unsere andere Tochter hier unterwegs, einfach mal, weil wir unsere Zeit irgendwie vertrödeln müssen. Und von daher dachte ich mir, gucken wir uns hier einfach mal so ein bisschen um, was man hier vielleicht so sehen kann. Ich werde sicherlich nicht viel zeigen können, denn ich kann hier nicht stundenlang rumlaufen, aber so ein bisschen war es mal, ne? Ist da noch mal was anderes. Die Eiche, die dort steht, guck dir das mal an. Das ist so eine wunderschöne, eine dreistämmige, das ist also richtig genial zu sehen. Ich versuche das mal so ein bisschen anders drauf zu kriegen auf dem Bild. Kann sein, dass ich neue Einstellungen machen muss, denn das Ganze steht ja auf dem Stativ. Aber ich nehme einfach mal die Kamera runter. So, nicht schwindelig werden hier. Siehst du wohl. Guck dir das Ding mal an. Alter Schwede. Das ist schon eine heftige Eiche. So, das kann man zum Vergleich mal sehen. Fahrrad verschwindet komplett dahinter. Cooler Baum. Ja, okay. Ich würde sagen, ich laufe hier einfach mal so ein bisschen rum und mal gucken, was wir hier so entdecken. So, da ist Svenja. Ja, wir beide gehen dann hier so ein bisschen latschen. Mal gucken, was wir hier so zu Gesicht bekommen. Außer wunderschöne alte Bäume, auch da hinten die Eichen, wunderschön anzusehen. Ja, okay, let's do it. Ja, was gibt's hier zu sehen? Einen toten alten Baumstumpf. Könnte man denken, ne? Könnte man denken. Guck mal. Tada, tada, tada. Da hängt noch ein Stück Rinde dran. Und die versorgt tatsächlich noch das kleine Bäumchen hier oben drauf. Eine Weide. Ja, auch mal interessant, ne? Was für Überlebenskünstler die Weiden tatsächlich sind. So, das mit dem Himmel ist diese heute nicht so dolle, ist alles weiß. Von daher spiegelt das zwischendurch mal so ein bisschen. Aber egal, gucken wir mal ein bisschen weiter. Noch mal eine Eiche aus einer anderen Perspektive. Das ist schon Hammer, ey. Kriegst du gar nicht ganz auf dem Bild hier. Ja, auch mega dick. Mega dick. Ja? Kleiner Bonsai. In dem Sinne, in groß. So, mal gucken. Da hinten ist noch ein Teich, habe ich gerade gesehen, auf der anderen Seite. Was für eine Geräuschkulisse. Quack, quack, quack. Ach nee, das sind ja keine Enten. Das sind Wildgänse, genau. Da ist noch eine. Da hinten scheint auch ein Restaurant zu sein oder sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, wir sind heute das erste Mal hier so, ne? Einfach mal gucken, was hier so gibt. Ja. Gänse im Landeanflug. Das Wasser gleiten. Ja. Guck mal, was ein herrliches Bild. Wunderschön. Richtig genial. Der Park gefällt mir hier, muss ich sagen. Also im Sommer ist das bestimmt auch richtig schön, wenn das heiß draußen ist. Dann kannst du das hier gut aushalten. Guck mal, da liegen sie auch auf der Rasen. Naja, was Rasen ist, ne? Und da ist sogar eine Mühle. Wollen wir mal gucken, was das ist. Machen wir mal, ne? Ich denke mal, ja. Ich glaube nicht, dass man da rein kann. Können wir gleich mal gucken gehen. Ja, ich krieg's bildtechnisch hier nicht anders hin mit dem Himmel, ey. Das ist echt so, ne? Weißer Himmel, weiß Bescheid. Naja, immerhin haben wir es einmal gesehen. Die Bockwindmühle. Hier im Hermann-Löns-Park. Tja, wir sollten vielleicht nochmal wiederkommen. Wenn der Himmel blau ist. Ja. Aber ist schon interessant, was hier alles so zu sehen gibt, muss ich sagen. Ja, okay. Ja, schade, dass wir es nicht so richtig drauf kriegen, was soll's, ne? Nehmen wir einfach mal so mit in dem Sinne. Moment. Ach, ist abgeschlossen, ich wollte gerade sagen. Schade. Okay. Das war eine Kohlmeise. Nee, das nicht. Das sind Enten. Quack, quack. Das Coole sind viele Bäume, die ja mehr oder weniger naturbelassen sind. Die hängen also teilweise auch bis auf den Boden runter. Da kann man mal sehen, wie natürlich die Bäume in dem Sinne wachsen würden. Nicht alles so Stämmchen in dem Sinne hier.
sondern die wachsen tatsächlich bis auf den Boden. Das meiste habe ich jetzt überhaupt gar nicht gefilmt die ganze Zeit, weil der Himmel, das bringt es einfach nicht. Das kriegst du nicht so richtig gebacken, von daher. Naja, mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal kurz zum Auto zurück, was essen und dann mal schauen. Ja, das ist schon fast unheimlich schön hier. Ruhig. Viele, viele Vögel, die sich hier Konzerte geben. Das macht also richtig Laune. Und vor allem viele, viele alte Bäume. Das ist so herrlich. Wir gehen jetzt noch ein Stück. Mal gucken. Na, kannst du denken, was das für ein Baum ist? Nein, das ist eine Hainbuche. Diese Rindenbildung hier, diese Stammbildung, ist so ziemlich arttypisch bei den Bäumen. Auch hier sehr schön der Wurzelansatz. Richtig cool anzusehen. Ja, ich habe schon schicke Bäume hier. Eine alte Weide. Ist schon fast unheimlich, wie groß die werden können. Das ist so schon heftig. Ab einem bestimmten Alter werden die auch tatsächlich von oben eingekürzt, weil sie sonst irgendwann umbrechen würden durch das Gewicht. Jo, Eisenbahnbrücke. Hier geht es irgendwo zum Tiergarten. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß aber nicht, ob wir das noch schaffen jetzt, weil ich warte darauf, dass Nicole mir irgendwann schreibt, dass wir sie abholen sollen. Und dann müsste ganz den Weg ja noch zurücklaufen wieder, ne? Oh je, oh je. Okay. Was wirklich sehr vorbildlich ist hier, komplett eigentlich im ganzen Park, dass eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern dass alles wachsen darf hier. Ne? Hier wird also nicht alles kurz und klein gemäht und schick green, ne? Weißt Bescheid. Das ist eine coole Sache, insbesondere natürlich für Insekten dann auch, aber auch fürs Auge, ne? Für den Betrachter ist das natürlich wesentlich schicker als diese alten kurz gemähten Flächen. Ja, das ist schon richtig cool. So, mal gucken, wo es hier dann gleich weitergeht. Left side or right side? Gehen wir mal links. Tja, wer hätte das gedacht? Man kann hier sogar rein, aber was hier zu sehen gibt, weiß ich noch nicht. Das Ganze öffnet um 7 Uhr, um 21 Uhr wird zugemacht. Also wenn du dann nicht draußen bist, dann musst du hier übernachten. Ne? Aber ist ja eigentlich ganz schön. Das ist ein cooler, mega cooler Eichenwald. Das ist richtig der Hammer. So, dann gehen wir einfach mal rein. Wo geht denn das rein hier? Hier? Hier. Doch, hier. Jo. Guck mal, ob es hier wohl auch Wölfe gibt. Und Bären. Ja? Lassen wir uns mal überraschen, was hier zu sehen gibt gleich. Allerdings müssen wir uns natürlich ganz leise verhalten. Sehen kann ich jetzt so auf Anhieb gar nichts. Von daher gehen wir einfach mal lang. Ne? Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall finde ich das schon mal cool, dass man also hier so durchgucken kann, ne, durch den ganzen Wald. Wahrscheinlich, weil die Tiere dann dementsprechend die Blätter alle abfressen im unteren Bereich. Ja, kann man hier durch den ganzen Wald durchgucken. Also bis jetzt haben wir noch keine Tiere gesehen. Aber hier ist ein kleiner Tümpel. Auch schick. Vielleicht gibt es ja Fische drin. Oder irgendwas. Auf jeden Fall ist der Park hier wirklich sehenswert. Das kann ich euch sagen. Das ist so schön hier. Kastanie. Ja. Mal gucken, ob wir noch ein paar Tiere zu Gesicht bekommen hier.
Tja, ich glaube, wir müssen gleich mal zurück, denn wir wissen gar nicht, wie weit der Park hier noch geht. Warte mal. Ja, also da geht's weiter. Da geht's auch noch weiter. Da sind wir jetzt hergekommen. Aber wie gesagt, wir stehen auch so ein bisschen unter Druck, weil wir nicht genau wissen, wann wir zurück müssen, ne? Ich würde sagen, wir gehen hier rum. Vielleicht kommen wir dann irgendwann noch mal links, dass wir dann einmal im Kreis gegangen sind vielleicht. Aber das ist schon heftig groß hier. Also kannst du ja stundenlang rumrennen. Alter Schwede. Okay. Man kann das so gar nicht richtig sehen, aber die Bäume, die sind echt heftig dick. Svenja, gehst du mal da vorne hin, stellst dich mal einmal vor den Baum davor, klar, dass man mal so einen großen Unterschied sieht. Das ist mir schon, ja, ziemlich heftig. So alte Bäume, die haben schon was. Guck dir das mal an. Wahnsinn! Krass. Ich bin sowieso viel zu klein. Ja, nee, der Baum ist zu groß. Heftig. Ja, und da stehen, wie gesagt, ganz viele hier drin. Viele sind auch schon kaputt, interessanterweise. Und es wird nachgepflanzt, aber hier kann man das sehen, es werden keine Eichen nachgepflanzt hier, sondern Buchenbäume. Auch interessant, ne? Das ist schon heftig. Überall stehen neue Buchen drin. Und die alten Bäume, wie gesagt, die mit der Zeit, ne, sind sie halt alt und gehen dahin. Das ist auch irgendwo ganz normal. Ja. So ist das. Nichts ist für die Ewigkeit. Ja, manchmal ist es besser, wenn man doch mal ein Stückchen weiter geht. Ne? So 200 Meter weiter. Da sieht das Ganze schon ganz anders aus. Guck mal da. Da sind sie. Im Tiergarten. Die Tiere. Ich suche mal ein bisschen näher ran, dass man vielleicht besser sehen kann. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher hin. Ja, das machen wir jetzt mal. Hier nochmal kurz die Bäume gezeigt. Das Coolste an der ganzen Geschichte, die Tiere sind hier tatsächlich frei. Ne? Sollte man jetzt natürlich nicht reinrennen in die Herde, aber das ist schon mal eine coole Sache. Jo. Jo, Gesundheit. Haben die vielleicht, guck mal, wie die gucken, haben die vielleicht Corona? Das sind aber auch schon heftig viele. Vorhin, dass die alle so ruhig hier bleiben. Guck mal, die Kastanie. Oh, das ist ja heftig. Guck mal, da rennt einer von die Seite. Alle hinterher. Ach, das ist ja schön. Guck mal, da sind auch ganz weiße da hinten mit drin. Soll ich den Taschentuch geben? Keine Reaktion. Die tun so, als wenn wir gar nicht hier wären. Glaubst du das? Die sind voll ignorant. Schlecht erzogen, muss ich sagen. Also wirklich. Die nehmen uns überhaupt nicht wahr. Oh, das ist ja echt mal genial. So cool. Vorhin haben wir jetzt Glück, jetzt scheint die Sonne noch richtig schön. Also das hat sich jetzt auch echt gelohnt, muss ich sagen. Ja, siehst du wohl. Da bin ich aber echt erstaunt jetzt. Oh, jetzt setzt sich die ganze Herde in Bewegung. Mittagsschlaf vorbei. Holla die Waldfee. Jetzt geht die Post ab hier. Ja, hallo, du da. Aufstehen, die anderen wandern. Ja, musst du mal lesen. Der Baum wurde von jemandem gepflanzt, gesponsert wahrscheinlich. Ach, das ist mal echt schön hier. Sag ich dir, du. Herrlich. Ja, nichts wert ewig. Mal kurz gucken, wie der hier ausschaut, die Eiche. Da
ist also gar nichts mehr drin. Oh, der ist aber auch gefährlich dann schon. Ja, wenn der mal umfällt hier. Der ist hier unten auch schon gespalten. Heftig. Ja, der könnte unter Umständen schon umfallen hier. Stehst da gerade, machst ein Foto, da macht's Klatsch. Alter Schwede. Ja, aber cool, dass die das hier so liegen lassen. Das ist schon genial. Vor allem die Tiere, die haben hier Platz, das ist echt der Wahnsinn. Das ist ein riesengroßes Areal. Heftig, heftig, heftig. So, jetzt müssen wir aber langsam auf den Rückweg machen, glaube ich. Da. Da hinten steht noch ein Baum drin, sehe ich gerade. Lol, ein Baum steht im Walde. Nee, ich meine, hier sind doch ein paar verschiedene. Ja, da auch, pass mal auf. Und zwar da ganz hinten, komme ich da jetzt hin, da. Auch da ist so eine Art typische Hainbuche, das kann man sehr schön sehen, an dem Stamm. Und einmal kurz rüber, da steht auch noch welche. Da kannst du das schon erkennen, ne? Das ist eine Hainbuche. Da hinten stehen auch noch ein paar rum. Ja, coole Sache. So, dann machen wir uns langsam weiter auf den Rückweg. Langsam, aber sicher. Oh, das ist so schön hier. Meinst du im Sommer, wenn es richtig heiß ist? Und hier in der Stadt, wo uns in Hannover, ne? Kannst du ja ein paar Stunden spazieren gehen, dann geht es ja gleich wieder viel, viel besser. Vorhin kriegst du auch wirklich Sauerstoff hier. In der Stadt hast du ja ganzen Abgas und alles. Da ist das hier schon eine richtige Erholung. Richtig genial jetzt. Boah, das ist so weitläufig. Hammer, Hammer. Okay. So, wir haben es geschafft. Also der Tierpark, das ist schon eine coole Sache, da rumzulaufen. Das ist sehr entspannend und man kann tatsächlich schöne alte Bäume sehen. Und dementsprechend das Dammwild noch. Richtig coole Sache. Hat sich gelohnt, aber wir müssen jetzt flotten Fuß machen. Wir müssen gleich in die Koller abholen. Und Montag fahren wir voraussichtlich wieder hierhin, sehr früh. Allerdings um 8 Uhr müssen wir schon hier sein. Weil ich denke mal, dann werden wir nicht rumlaufen, sondern fahren anschließend dann sofort wieder nach Hause. So, und morgen geht's weiter. Ja, im Indoor-Bereich, ganz klarer Fall. Mit unseren Zimmerpflanzen, Bonsai oder anderen, was wir so halt haben. Weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald. Hier aus dem Hannoverischen. Wie heißt das jetzt nochmal, Svenja? Hannover? Irgendwas mit Lenz. Hermann-Lenz-Park. Genau. Siehst du wohl. Okay. Ja, war richtig cool. So, alles einpacken, Frau und Kind abholen und dann geht's Montag hier wieder hin.